Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter. Ich wollte schon Hogwarts Mystery sagen. Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, Folge 2. Im letzten Part haben wir die ganze Storytime gemacht. Harry wurde ein Zauberer. Und ja, jetzt wollen wir nach Gringotts. Let's go. Ich hoffe, es laggt nicht allzu sehr. Und ja, Hagrid kann übrigens nur... Hagrid kann das aufmachen. Oder halt Leute, die einen Stärkungstrank genommen haben. Ich hoffe, es laggt hier nicht. Das wäre immer das Ding, wo es geleckt hat. Aber hoffen wir auf das Beste. Hoffen wir auf das Beste. Ja moin, wir sind in Gringotts, Alter. Es geht. Ja, und schon gibt's diese Lecks, weil einfach zu viel passiert. Moment mal. Kann ich hier irgendwas ändern, was vielleicht... und Qualität annehmen. So, vielleicht. Wenn ich es jetzt ein bisschen... Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser. Mal schauen. Wenn nicht, dann lassen wir es so. Dann wird einfach so gespielt. Es wird auf jeden Fall wieder besser. So. Sollte wieder besser werden. So. Ja, diese Lecks sind halt extrem nervig. Aber ich versuche mich nicht daran, nicht so aufhalten zu lassen. Einzige, was ich machen könnte, ich könnte da das Spiel da ein bisschen schneller machen, sodass die Lecks nicht so krass sieht. Das könnte ich machen, tatsächlich. Das mache ich, glaube ich, auch. Also, dass man die Lecks einfach verschnellert sieht. Wird zwar mehr Arbeit, aber ist egal. Und das ist ja das Problem, weil halt hier die so viele Texturen sind, das packt ja mein Rechner nicht. Aber egal, ich wollte dieses Spiel spielen, also spielen wir es auch. Egal wie. Dann muss Harry wahrscheinlich hoch. Geh ihn hoch, du Aff. Dankeschön. So, Hagrid, da musst du noch was, musst noch ein paar Bücher ordnen, so. Da musst du anmachen, Angeschehen. Außer egal, die arbeiten einfach so und lassen uns einfach hinter ihnen rumlaufen, so, das ist auch okay, so. Ist alles erlaubt. Aber bei Gringotts hatte ich auch Probleme, wo ich nicht aufgenommen habe. Das liegt einfach an dem Spiel an sich oder an meinem Rechner. Aber beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, war das nicht so das Problem. Moment, ich kann selber nochmal gucken. Ich kann nochmal probieren, das so zu machen, indem ich einfach... Okay, Gott, das wird also nicht angenommen. Ist ja im Endeffekt egal. Ich muss ja nur... einfach hier. Machen wir hier lieber die Story-Frequenz. Yes. Alter, ist Harry. Junge. Mit dem Harry Potter Anhänger, nice. Mensch. Wir müssen jetzt anscheinend Harrys Geld holen, so wie es aussieht. Und wir haben diesen Griphook, ist es, glaube ich? Ja, müsste Griphook sein. Ja, das kriegen wir nur auf, wenn wir eine Attacke, wenn wir eine... Das kann Hagrid auf jeden Fall nicht, diese Zauberattacke. Gringotts ist so ein Raum, den hasse ich, den will ich immer am liebsten schnell hinter mich bringen, weil es da immer laggt bei mir. Aber egal, wir kriegen hier einige Stats. So.
Kann ich mich reinsetzen, warum auch immer, aber ich mach's mal nicht, weil wir wollen ja weiter. Lass mal den einen Leck mal verstreichen, wenn er kommt. Kommt er? Ja, da war. Ah, ja, das kann Hagrid ja nur aufmachen, stimmt. Aber Hagrid, ne, schon. Der verändert sich halt, ne, zu dem 5., 7. Teil, ne. Da wird er halt ganz anders. Und das ist halt ziemlich lustig, tatsächlich. Mach auf, Mann. So. Ah, kann ich das auch noch aufmachen? Tatsächlich. Dankeschön. Kann Harry die eigentlich aufbauen? Das wäre lustig, wenn er es kann. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, kann Harry nicht. Ja gut. Lässt du mich jetzt mal... Dankeschön. Ha! Okay. Ja, Mädel. Er wird halt immer noch keinen Zauberstab. Das müssen wir bald bei Gelegenheit ändern. Eins, zwei. Da komme ich wahrscheinlich nicht so einfach hin, nehme ich an. Ah ja, perfekt. Dann brauchen wir jetzt den. Na, ja, schön viel Geld hast du, ne? What the fuck? Junge. Das ist der Humor bei Harry Potter, den ich liebe. Den gibt's bei Ollivander. Na dann. Lass uns einen Zauberstab für Harry holen. Lass es schnell machen. Harry, das zerstört erstmal die ganzen Jahre. Na moin. Ich muss Fenner der Texturenqualität wieder anders machen. Das schaut nicht gut aus. Sieht, glaube ich, auch gar nicht. Die Lecks liegen, aber ich auch gar nicht daran. Mit den Lecks sieht das nicht gut aus. Aber wir haben das Level abgeschlossen. Ja, nice. Ja, Ehre. Tipper. Na gut, haben jetzt nicht alles gleich vollgekriegt, aber okay. Das ist okay. Und diese Steine, das ist... Wenn wir alle haben, dann haben wir das Spiel zu 100% durch. So. Tatsächlich muss ich hier tatsächlich doch weitermachen, weil wir sonst, ja, zu wenig Part. Machen wir einfach mal weiter so.
Moin. Die Weasley Set. Haupt ihn zuerst. Ja, sauber. Optimal, Ron. Optimal, wie immer. Junge. Gib mir die Jude. Hogwarts. Junge, Edison War ist so scheiße, Mann. Aber irgendwie halt gut. Und schau mal an, die haben alle keine Augenbrauen. Die schauen alle lost aus. Die haben alle keine Augenbrauen. Und es sind nur drei Schüler da. Och Mann, warum? Hallo Snape, was geht? Geh nach vorne, du Penner. That's Hogwarts. Ja, diese Treppen, die werden uns noch etwas nerven, tatsächlich. So, und hier beenden wir diesen Part. Harry Potter, Hogwarts, Diade 1 bis... Meine Fresse, nicht Harry Potter, Hogwarts Mystery. Das heißt, Lego Harry Potter, Diade 1 bis 4. Meine Fresse, im nächsten Part werden wir den Gemeinschaftsraum hoffentlich ohne Lex erkunden. Und ich würde sagen, ich schaue, wie ich das mache mit diesen Lex. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.